Wir müssen unserer Favoritenrolle gerecht werden. Erst dann hat der Punkt gegen Chelsea einen Wert. So VfL-Trainer Tommy Stroth. Die Wolfsburgerinnen an Spieltag 2 in der Champions League Gruppe A gegen Servette. Also klar Favorit und in grün von rechts nach links druckvoll mit frühem hohen Gegenpressing. Erfolgreich Wasmut und im Nachsetzen kommt da Kapitänin Svenja Huth. 1:0, 18. Minute. Schnell das umgesetzt, was der Trainer verlangt hatte. Aufbauspiel des Schweizer Meisters, sehr fehleranfällig. Die beiden Innenverteidigerinnen Spelti und Mendes einfach zu leichtfertig. Und dann Svenja Huth, den macht auch nicht jede so rein. Ganz fein über den rechten Schlappen rutschen lassen. Gegen Chelsea war man an Spieltag 1 früh 0:1 in Rückstand geraten. Gegen Servette Wolfsburg immer im Angriffsmodus. 26. Tor Nummer 2. Mrs. Champions League. Tabea Wasmuth mit dem 2. Schon gegen die Blues einen Doppelpack geschnürt. Die 25-Jährige, die im Sommer von Hoffenheim kam, hier perfekt aus der Drehung in die lange Ecke. Also, schon Champions League-Treffer Nummer 3 in dieser Gruppenphase für Wasmuth und die Wölfinnen immer weiter im Angriffsmodus. Servette zwischenzeitlich überfordert. 28. Minute, Turit Knag, Huth verpasst und irgendwie bekommen es die Schweizerinnen nicht richtig gelöscht. Guter Strahl von Lena Oberdorf. Und Wasmuth beim Nachsetzen berührt, aber nicht elfmeterreif gefoult. So zumindest die Meinung von Schiedsrichterin Frieda Nielsen. Mehr als eine halbe Stunde durch, die Schweizerinnen weiter fehleranfällig. Das ist wieder Turit Knag und dieses Mal fehlt noch weniger. Knag am linken Flügel aufgestellt, immer wieder mit Zug in die Mitte. Der Schlenzer knapp vorbei am zweiten Pfosten. Offensiv. Von den Gästen nichts zu sehen. Immer nur der VfL kurz vor der Pause. Wasmuth. Und wieder ist es ein Doppelpack. 3:0 für Wolfsburg. Von den letzten 31 Heimspielen in der Königsklasse haben sie gerade einmal 3 verloren. Und es wird so schnell auch kein viertes dazukommen. Zumindest nicht gegen Servette. Auch hier löchrige Abwehr. Der erste Kontakt nicht optimal. Wasmuth macht es aber mit ihrem Tempo wett. Zweite Halbzeit schnell erzählt. 5 Minuten nach Wiederbeginn. Das vierte. Innenverteidigerin Dominique Janssen. Aus kürzester Distanz wieder eine Ecke vorher und wieder bekommen die Schweizerinnen den Ball nicht weg. Janssen torgefährlich, gerade eben nach Standards. Das aber eine ihrer einfacheren Aufgaben. Ein langer Abend deutete sich für den Schweizer Meister an. 68. der VfL mittlerweile oft gewechselt und das ist eine der neuen. 5:0 Joël Smits. Die 21-Jährige im Sommer aus Eindhoven verpflichtet, zeigt hier ihre Klasse nicht im Abseits stehen. Zieht sie zum Tor und dann gibt es zwischenzeitlich hier noch mal ganz kurz die Verzögerung und die reicht, um Keeperin Ines Pereira dann in der langen Ecke zu überwinden. Nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Juventus Turin, also jetzt 5 gegen die Wölfinnen kassiert, Servette gebeutelt und der VfL noch nicht fertig. Die Nachspielzeit und Rurz verpasst ihre Möglichkeit zum nächsten Tor. Gegen Ende hin viele gute Möglichkeiten, nicht mehr mit der letzten Konzentration zu Ende gespielt. So blieb es dann beim verdienten 5:0 Erfolg für die Wolfsburgerinnen. Servette kein echter Gradmesser in der Gruppe A. Die schweren Aufgaben gegen Juventus und im Rückspiel gegen Chelsea, die werden dann über ein mögliches Weiterkommen entscheiden. Wolfsburg 5, Servette 0.